Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. In der heutigen Review stelle ich euch den neuen 3er BMW vor. Seit über 40 Jahren wird der 3er BMW gebaut und jetzt darf ich euch die siebte Generation vorstellen. Wie immer fangen wir erstmal an mit den allgemeinen Fahrzeugdaten. Unser Testwagen ist der 330i mit 258 PS und hat ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter. Von 0 auf 100 vergehen 5,8 Sekunden, die Endgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Der Grundpreis von unserem Testwagen beträgt ca. 50.000 Euro. Bis zu 60 Liter Kraftstoff passen in den BMW hinein. Laut Hersteller liegt der Durchschnittsverbrauch bei 6,1 Liter und dieses Fahrzeug erfüllt die Abgasnorm Euro 6 DTEM. Der neue 3er ist knapp 8 cm länger und knapp 2 cm breiter geworden gegenüber dem Vorgänger. Dann kommen wir mal zu den Motoren. Es gibt drei Dieselmaschinen, einmal den 318D, den 320D und den 330D. Den 320D und den 330D gibt es jetzt auch optional mit Allradantrieb. Aktuell stehen für den 3er zwei Benziner zur Verfügung, einmal den 320i und den aktuellen Top-Benziner, den 330i. Auch diese beiden Motoren gibt es optional mit Allradantrieb. Natürlich wird es auch einen 6-Zylinder-Benziner geben, und zwar den M340i, und auf den neuen M3 können wir alle gespannt sein. Zu guter Letzt gibt es den 3er auch als Hybrid, den 330e. Den 3er gibt es in vier verschiedenen Ausstattungslinien, einmal die Advantage, dann die Sportline, die Luxury Line und die höchste Ausstattungsvariante wäre das M Sport Paket. Diese Ausstattungsvariante habe ich hier für euch. Dann kommen wir mal zum Design. An der Front hat sich einiges geändert. Die Nieren sind deutlich größer geworden gegenüber dem Vorgänger und die Scheinwerfer haben am unteren Rand eine Einkerbung. Unser Testfahrzeug hat das Innovation-Paket und haben somit das Laserlight verbaut. Serienmäßig hat der 3er die LED-Scheinwerfer. Laut Hersteller hat das Laserlight eine Reichweite von 500 Meter. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall das Geld wert, man hat im Dunkeln eine optimale Sicht. Typisch für das M-Sport-Paket ist der untere Kühlergrill in Warmoptik und die verbreitete Frontschürze. Die Front allgemein macht einen sportlichen Eindruck. Wer möchte, kann gegen Aufpreis die Shadowline dazu bestellen. Dann hat man den Nierenrahmen in Schwarz und es wirkt meiner Meinung nach noch deutlich aggressiver. Die Farbe von unserem Testfahrzeug nennt sich Saphir Schwarz Metallic und ist einer von 16 verschiedenen Farben. Am Kotflügel sehen wir hier das M-Logo. Unser Testfahrzeug steht auf die optionalen 19 Zoll Felgen. Serienmäßig in der M-Sport-Variante steht der 3er auf 18 Zoll Felgen. Laut Konfigurator gibt es 21 verschiedene Felgen von 16 bis 19 Zoll. Mit den blau lackierten Bremssättel sieht das Ganze noch ein Ticken sportlicher aus. Hinten am Fahrzeug sehen wir die neu designten LED-Rückleuchten mit einer roten Lichtsignatur in der L-Form. Das Kofferraumvolumen vom 3er beträgt 480 Liter und bietet genügend Stauraum für den Alltag. Gegen Aufpreis kann man sich eine elektrische Heckklappe dazu bestellen. Seitlich sehen wir hier die Fake-Lufteinlässe, klingt erstmal negativ, sieht aber gut aus. Dafür haben wir hier echte Auspuffendrohre. Unser Testfahrzeug hat das Keyless Enter and Go. Somit könnt ihr den Schlüssel in der Hosentasche lassen und das Fahrzeug schlüssellos ent- oder verriegeln. Dann kommen wir mal zum Innenraum. Wir haben hier die schönen Sportledersitze mit blauen Kontrastnähten und an den Sicherheitsgurten sehen wir die typischen M-Farben. Der Fahrer- und der Beifahrersitz sind elektrisch verstellbar, am Fahrersitz haben wir eine Memory-Funktion. Die Sportsitze bieten einen optimalen Seitenhalt und sind gleichzeitig auch sehr bequem, man kann gut darin sitzen. Hinten im Fond haben wir ein gutes Platzangebot. Ich bin ca. 1,80 groß und habe hinten genug Beinfreiheit wie auch Kopffreiheit. Dann haben wir hier zwei Cupholder und zwei USB-Anschlüsse.
Nochmal kurz zurück zu den blauen Kontrastnähten, die finden wir auch an der Mittelarmlehne und an der Türverkleidung wieder. Passend zu den Nähten habe ich das blaue Ambientenlicht an, insgesamt gibt es 6 wählbare Farben. Dann kommen wir mal zum Infotainment-System. Wir haben hier einen 10,3 Zoll Touch-Display verbaut, serienmäßig hat man einen 8,8 Zoll Display. Es ist ganz einfach per Touch oder über die Gestensteuerung zu bedienen, aber auch über die Sprachsteuerung. Man kennt es von Mercedes, das Kommando Hey Mercedes. Hier heißt es logischerweise Hey BMW. Jetzt blende ich euch paar Beispiele ein. Hey BMW, mir ist langweilig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht hatten Sie noch keine Gelegenheit, den Sportmodus auszuprobieren. Hey BMW, mir ist kalt. Wie viel Grad soll ich einstellen? 23 Grad. Ich stelle die Temperatur im Fahrerraum auf 23 Grad Celsius. Hey BMW, ich habe Hunger. Welches dieser Ziele soll ich nehmen? Jetzt kommen wir zu der Frage, macht dieses Feature Sinn oder ist es einfach nur eine Spielerei? Meiner Meinung nach ja, es macht Sinn. Anstatt während der Fahrt zum Beispiel das Navigationssystem zu bedienen, kann man es einfach per Sprachsteuerung tun. Eine Rückfahrkamera haben wir auch mit an Bord und es erleichtert das Ausparken. Für eine gute Musikqualität sorgt das Harman Kardon Soundsystem und es ist in unserem Testwagen im Entertainment-Paket mit enthalten. Die Klimaautomatik ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen und es ist in einer sehr angenehmen Höhe. Aber auch die Mittelkonsole ist überschaubar eingerichtet, man kommt gut damit zurecht. Rechts haben wir den iDrive Controller mit den Direkttasten und links unten die Erlebnisschalter. Dann haben wir hier 2 Cupholder und eine induktive Ladestation, damit könnt ihr euren Smartphone kabellos laden. Hier haben wir das M Sportleder Lenkrad, es sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch schön griffig und funktionell einfach zu bedienen. Dahinter befindet sich das Digitaldisplay, serienmäßig hat man eine Analoganzeige. Das digitale Display ist sehr übersichtlich und über das Lenkrad könnt ihr beliebig die Einstellungen ändern. Dann kommen wir mal zum Fahreindruck. Man kann mit dem Dreier auch gemütlich unterwegs sein, im Komfortmodus ist die Lenkung angenehm weich, aber auch das Fahrwerk federt die Bodenwellen gut weg, wir haben hier einen Adaptivfahrwerk verbaut. Im Sportmodus dagegen ist die Gasannahme sensibler, die Lenkung ist direkter, das Fahrwerk ist deutlich straffer als im Komfortmodus und das Automatikgetriebe schaltet schnell und präzise ohne Verzögerung. Der Fahrspaß ist im 330i auf jeden Fall vorhanden. Mit seinem 258 PS geht es gut vorwärts und es fährt sich agil in den Kurven. Die bekannten Assistenzsysteme sind im Dreier auch vorhanden. Jetzt werde ich euch speziell den neuen Rückfahrassistenten zeigen. Stellt euch vor, ihr habt euch ziemlich ungünstig verfahren und habt ein unsicheres Gefühl, selber zurückzurangieren. Da kann der Rückfahrassistent eine Hilfe sein. Es speichert die letzten 50 Meter, die man zurückgelegt hat und im Video wird man gleich sehen, dass es exakt die gleiche Strecke wieder zurückfährt. Meiner Meinung nach ist es schon sehr praktisch, wenn man es hat, warum denn nicht? Dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Der neue 3er BMW mit dem M Sport Paket ist ein guter Kompromiss zwischen Alltag und Sport. Der Fahrspaß ist meiner Meinung nach auf jeden Fall vorhanden und man hat trotzdem genügend Platz und Komfort. Mir hat der 3er richtig gut gefallen und jetzt ist eure Meinung gefragt.
Wie findet ihr allgemein den neuen 3er BMW und wie findet ihr die Sprachsteuerung, also das Hey BMW und den Rückfahrassistenten? Eure Meinung in den Kommentaren. Alles klar Leute, das war's mal wieder mit dem Video und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen dicken blauen Daumen hoch da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich über ein Abo herzlich freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video dann wieder. Haut rein!